Hallo und herzlich willkommen, liebe Zockerfreunde, zu einer weiteren Folge mit unserem Aaron Hunt. Aaron Hunt? Nicht mit Aaron Hunt. Oh mein Gott, ich habe ihn gerade verwechselt mit dem Hamburger Spieler. Er heißt natürlich Alex Hunter. Und wir spielen natürlich wieder bei unserem Traditionsverein Hull City. Wir sind auf Platz 11 und wir müssen ran gegen, ja, nennt man sie nun Leicester? Leicester? Irgendwie nennt man sie auf jeden Fall. Und in Real läuft es gerade gar nicht so gut bei denen. Also sie verlieren ziemlich oft. Beim letzten Mal jetzt gerade. Da hat Wadi wieder richtig gut gespielt. Und ich bin gerade so ein bisschen am Überlegen, wollen wir uns vielleicht Wadi bei RB Leipzig holen? Schreibt es mal in die Kommentare. So, und dann wollen wir mal angehen gegen Leicester City. Leicester City. Und unseren ersten Ball haben wir uns geholt, weil wir nämlich gerade, oh, okay, den haben wir uns ein bisschen zu weit hingelegt, weil wir auch gerade defensiv gut gearbeitet haben. Ja, wir haben gut im Training gearbeitet, defensiv, und haben dort zweimal A rausgeholt. Das sollte sich ja jetzt allmählich mal bemerkbar machen. So, dann wünsche ich euch viel Spaß bei dem Video. Ich zeige euch die besten Highlights aus. Da fangen wir gleich mal an. Ich brauche gar nicht aufhören zu sammeln. Da fangen wir gleich mal an. Hier bringt uns, ich nenne sie einfach mal Leicester. Leicester, Leicester City, Leicester. Einfach mal ziemlich in Bedrängnis schon wieder. Und dieses Mal war es Hüt. Und für alle, die es nicht wissen, im Origin Access, entweder auf eurem PC oder auf eurer Xbox One, gibt es ab dem 13. Dezember Star Wars Battlefront endlich inkludiert im Vault. Ich habe es mir gerade geholt, auch schon auf dem PC schon mal gezockt. Ja, ist schon nicht schlecht, hat noch ein paar Buggy-Momente, aber hey, es ist ein cooles Game und für 3,99 kann man es auf jeden Fall mal ausprobieren. Oh, da war ein böses Foul jetzt hier gerade von unserem Mitspieler. Er ist ein bisschen gefrustet. Ja, Leicester City behält so ein bisschen den Ball, spielt ein bisschen auf Ballbesitz, sehr taktisch. Wir müssen ständig hinterherlaufen, das ist natürlich ein bisschen frustrierend für den Spieler und für unser eigenes Spielaufbau. Aber Fuchs, ja, der wird hier erstmal den Freischuss schießen. Wir sind in der 35. Minute, es steht noch 0-0, wir haben noch keine so wirklich konkrete Chance gehabt, aber auch Leicester City war da jetzt noch nicht so dermaßen in der Möglichkeit eines Tores. So, 45 Minuten sind rum, keiner konnte hier irgendwas erreichen. Die letzte Ecke war auch sehr miserabel gewesen. Von Wardy bis jetzt noch gar nichts irgendwie zu sehen. Wenn ihr ihn gesehen habt, wir gucken mal ganz kurz hier unter Spielereignisse. Gibt es noch nichts? Kann man das eigentlich nochmal sehen? Kann man nicht nochmal irgendwo Trainer, Status auswählen? Nee, das ist das andere. Kann man irgendwie nicht sehen. Weiter geht's. Ja, und Huddlestone, der hat sich jetzt gerade so ein bisschen unrühmlich veranlagt und verletzt. Und wir haben eine neue Position. Unten rechts kam es gerade. Wir sind jetzt rechter Stürmer, also eine Zweierkette soll es jetzt dann sein. Oben wird jetzt unsere neue Position sein. Ja, weil mit einer Kette kommst du halt einfach nicht mehr da so weiter, ne? Ist halt echt schlecht. Ja, und leider endet dieses Spiel am Ende 0-0. Wir konnten es nicht hinbringen. Wir konnten auch Leicester gut wegbringen. Also für uns eigentlich eine richtig gute Sache. Wir nehmen einen Punkt mit. Wir waren auf Platz 11, Leicester auf Platz 4. Also im Endeffekt doch ein recht guter Arbeitstag gewesen. Und wir schauen mal. Ja, wir haben eine 7,4. Nicht allzu schlecht. Hätte auf jeden Fall besser sein können. Und von daher, ja, war es recht okay gewesen. Ja, aber ich denke mal, tabellentechnisch. Ein Kommentar zu Alex Hunters jüngsten Leistungen, Harry? Ja, Alex has been great for us. He's got a lot of potential. Alex bringt eine tolle Leistung für uns. Er hat ein Riesenpotenzial. Erinnert mich ein bisschen an mich selbst. Nein, im Ernst, er hat echt Talent. Wenn er dieses Niveau hält, werden wir viel Spaß mit ihm haben. An ihm haben. Mit ihm haben. Mit ihm haben, an ihm haben. Gucken wir mal.
Ja, und damit bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und unser Marktwert, der geht einfach mal ein bisschen in die Höhe. Nein, nur unsere Einnahmen sind geblieben. Ja, wir müssen halt noch ein bisschen trainieren, ne? Also 70 geht ja gar nicht. Das muss halt einfach besser werden. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Also, bis zur nächsten Folge und haut rein.